Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch meine liebsten Thriller vor, beziehungsweise meine Tipps für coole Thriller. Und ja, ich habe mir 6 Stück rausgesucht, die ich euch heute zeigen werde und habe mal die Thriller außen vor gelassen, die ich erst in meinen letzten Lesemonaten gezeigt habe. Da habe ich nämlich auch sehr gute Thriller gelesen, aber ich dachte mir, da ich die euch erst gezeigt habe in meinen letzten 2 Lesemonaten, lasse ich die mal außen vor, aber ihr könnt gerne dort vorbeischauen. Ich verlinke euch meine letzten 2 Lesemonate nochmal unten in der Infobox und da sind auch nochmal Thriller dabei. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und ich habe schon zu viel geredet. Fangen wir an mit dem ersten Thriller und zwar ist er von Josh Mellerman, Bird Box, Schließe deine Augen. Vielleicht kennen manche dieses Buch oder den Film. Es gibt dazu einen Netflix-Film, das Buch gab es aber schon vorher. Und ja, dieses Buch geht darum, ich muss sagen, es geht so halt ein bisschen ins Fantasy-mäßige, ein ganz klein wenig, aber trotzdem ist es halt ein Thriller. Hier geht es um Mallory und Mallory hat 2 Kinder und sie möchte ihre 2 Kinder retten, denn draußen geht Unheimliches vor, also man darf draußen seine Augen nicht öffnen, weil sonst stirbt man oder wird zu einem Monster. Das heißt, sie dürfen draußen nur mit verbundenen Augen umhergehen, beziehungsweise sollten eigentlich gar nicht rausgehen, weil die Monster sind halt trotzdem da. Und ja, dieses Buch spielt einmal jetzt zu der Zeit, wo sie halt schon die Kinder hat und sie möchte sie halt retten. Denn ein Anrufer bietet ihr einen sicheren Ort an, aber um dorthin zu gelangen, muss sie eine sehr weite Strecke mit verbundenen Augen meistern. Und draußen lauern halt überall die Monster und ekligen Menschen, die keine Menschen mehr sind. Und ja, genau. Und jedenfalls spielt es immer aus der Sicht von jetzt und von damals, wo das angefangen hat, wo sie noch keine Kinder hatte. Und ja, ich fand es auf jeden Fall richtig spannend. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich fand es wirklich auch gar nicht so unrealistisch, muss ich jetzt sagen. Und ja, ich fand es sehr, sehr gut. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, dass dieser Weg zu dem sicheren Ort hauptsächlich über einen Fluss zu erreichen ist. Und das heißt, sie muss mit verbundenen Augen blind über einen Fluss fahren, wo sich natürlich auch Tiere verstecken und alles. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Und der Film dazu ist auch sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter mit diesem Thriller und zwar von Adrian McKinty, The Chain. Durchbrichst du die Kette, stirbt dein Kind. Dieses Buch habe ich verschlungen. Denn das ist ein richtig, richtig guter Thriller. Und zwar geht es hier um eine alleinerziehende Mutter. Und von der Mutter wird die Tochter entführt. Und um ihre Tochter wiederzubekommen, muss sie ein anderes Kind entführen. Und ja, es ist quasi wie eine Kettenreaktion. Deswegen steht hier ja auch, durchbrichst du die Kette, stirbt dein Kind. Sie darf halt nicht zur Polizei gehen und so weiter und so fort. Und hier oben steht Opfer, Überlebender, Entführer, Verbrecher, das wirst du sein. Sie wird natürlich selber zu allem, um ihr Kind zu retten. Und ja, sie wird auch halt überall beobachtet. Also sie kann gar keinen Fehltritt machen, sage ich mal. Und man wird halt auch später, wenn man das alles durchgeführt hat, es kann halt auch einfach sein, dass du Jahre später wieder eine Aufforderung bekommst, du sollst das und das und das machen, jemanden vernichten oder aus dem Weg schaffen und du darfst einfach diese Kette nicht durchbrechen. Und ja, dieses Buch spielt in 2 Zeitsträngen, einmal zu der Zeit, wo halt ihr Kind entführt wird und dann die Zeit danach und beziehungsweise später. Und ja, ich fand es, wie gesagt, richtig gut, ist richtig spannend und ich habe eine ganze Nacht durchgelesen. Dann kommen wir zu dem nächsten Buch und zwar ist das dieses hier von Andreas Winkelmann. Und zwar Die Lieferung und ja, dieses Buch habe ich auch verschlungen. Das war auch richtig, richtig gut. Hier geht es darum, dass Frauen entführt werden
Und das letzte Lebenszeichen ist quasi eine Pizzabestellung. Hier steht halt drauf, ein Täter, wie er perfider nicht sein könnte, fängt seine Opfer mit einer List und hält sie jahrelang gefangen. Hier geht es halt, wie gesagt, um entführte Frauen. Und dann gibt es halt den Kommissarin Jens Kerner und seine Kollegin Rebecca Oswald, die auch in anderen Buchbänden halt die Kommissare spielen. Und die wollen natürlich den Entführer finden. Und ja, man liest es halt aus mehreren Sichten. Und es gibt halt mehrere Frauen, die verschwunden sind. Und jeder hat auch so ihre eigene Geschichte. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall richtig spannend. Also wirklich spannend von Anfang an. Und es ist halt auch einfach sehr, sehr fies, weil es aus mehreren Sichten schreibt, dass wenn du ein Kapitel beendet hast, wo irgendwas am Ende des Kapitels passiert, dauert es manchmal zwei, drei Kapitel von anderen Personen, bis dann das irgendwie mal was passiert. Also bis das dann quasi aufgeklärt ist. Das heißt, du willst immer weiter lesen, um zu wissen, was passiert ist. Richtig gut, kann ich sehr ans Herz legen. Machen wir weiter mit diesem Buch hier, und zwar von Steen Langstrup, Die Insel. Ich muss sagen, dass seine Bücher, ich habe bis jetzt zwei gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, mehr deutsche Bücher von ihm gibt es auch gar nicht. Vorher war noch das Finale, glaube ich. Das war auch richtig gut, habe ich leider nicht mehr da. Kann ich euch nicht mehr zeigen. Ich weiß nicht, warum ich so dumm war und das weggegeben habe. Aber ja, das war auf jeden Fall das zweite, wenn ich mich nicht irre. Und diese Bücher von ihm sind sehr, sehr umstritten, muss ich sagen. Aber ich fand sie richtig gut. Oder ich rede jetzt mal von diesem Buch hier. Das Buch war richtig, richtig gut. Es ist auch so ein bisschen Fantasy, würde ich sagen. Also nicht so wirklich, aber es passieren halt ein paar Sachen, die eigentlich so nicht passieren würden. Jedenfalls geht es hier um ein Pärchen, was halt Urlaub macht, und sie wachen plötzlich, oder einer von den beiden wacht plötzlich auf einer Insel auf und kann sich halt an nichts mehr erinnern und sieht seinen Partner ein paar Meter weiter sterben. Und das steht auch hinten drauf, es ist kein Spoiler. Und dann steht hier halt drauf, es wird Nacht, du bist ganz allein mit einem Toten, oder? Und ja, also ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Ich muss halt auch sagen, dass ich jetzt, wie gesagt, zwei von seinen Büchern gelesen habe. Ich glaube, es ist ein Mann, ja. Und die Enden, die kicken mich komplett. Ich dachte bei dem ersten, okay. Und bei dem zweiten dachte ich mir, okay, also richtig, richtig heftig. Und ja, also ich fand es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, warum es so ein bisschen so umstritten sind. Also sie sind auch teilweise sehr brutal. Also das erste, das Finale war sehr, sehr brutal, muss ich sagen. Und auch sehr, sehr eklig zu lesen. Das hier ging noch. Das war nicht so brutal eklig. Aber trotzdem kann ich das auch sehr empfehlen. Dann kommen wir zu dem nächsten Buch. Und zwar ist das das hier von Christina Stein, Wonderland. Und hier geht es um mehrere Freunde, die Urlaub machen im Paradies. Jedenfalls wachen sie plötzlich eines Morgens auf und sind alle gefangen in einem. Also sie sind draußen halt gefangen in einem abgesperrten Bereich, wo man nicht fliehen kann. Und sie müssen halt entscheiden, wer das nächste Opfer ist. Und hier steht drauf, Wonderland ist ein Ort, den du nur ein einziges Mal betrittst. Und sie wollen natürlich auch rausfinden, wieso sie da drinnen sind. Und es kommt halt auch vieles ans Licht. Und ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Kann ich auch sehr empfehlen. Und teilweise auch sehr, muss man zurückstecken können. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch für diese Tipps. Und zwar handelt es sich um das Buch von Sarah Lotz, Die Drei. Das ist auch ein sehr spezielles Buch, muss ich sagen. Denn hier, es geht auch so ganz bisschen so halt mit Sachen, die eigentlich so nicht passieren würden. Aber es ist halt trotzdem ein Thriller. Und hier hinten steht drauf, vier Flugzeugabstürze, drei Überlebende und eine mysteriöse Warnung. Also es gibt vier Flugzeugabstürze und drei Kinder, die überlebt haben. Diese Kinder verhalten sich aber nach diesem Flugzeugabsturz sehr, sehr merkwürdig
und sehr, sehr komisch. Sie sind auch quasi Berühmtheiten, weil sie überlebt haben. Und ja, es wird halt sehr mysteriös. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und sehr, sehr cool. Und ja, das waren meine Tipps zu Thrillern. Es sind halt auch ein paar speziellere Thriller dabei. Aber ich dachte mir, ich muss sie euch einfach mal zeigen. Und es sind halt keine Jugendthriller. Das werde ich auch nochmal extra drehen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein paar Tipps für eure nächsten Einkäufe gegeben oder für eure nächsten Thriller-Einkäufe. Und hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social-Media-Seiten findet ihr wie immer in der Infobox und am Ende des Videos. Und um nichts mehr zu verpassen, müsst ihr einfach nur auf den Abonnieren-Button hier drücken und dann bin ich immer auf eurer, nein, in eurer Abo-Liste. Und würde mich natürlich auch mega darüber freuen. Und wir hoffentlich kann ich nicht mehr reden. Wir sehen uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sage tschüss.